dann den Umgang mit Walter Ulbricht nach seiner Absetzung empfunden? Ich habe das schlimm gefunden. Ich war noch dazu mit der Lotte Ulbricht stark verbunden, weil sie Parteisekretärin in Wandlitz war. Und meine Frau war auch Mitglied der Parteileitung dort. Und diese Art zum Beispiel, das Ulbricht-Stadion wurde umbenannt. Ja? Oder die Leuneweige sollten umbenannt werden. Die sind ja auch bei der Ulbricht. Ja? Und so weiter. Und diese, oder die Staatssicherheit schickte zu mir einen Instrukteur, weil ich immer noch das Ulbricht spielte. Der hatte in meinem Arbeitszimmer hier. Ja? Und der Instrukteur sagte zu mir: Warum hast du das Bild noch hier von diesem Arschloch hier? Und da habe ich gesagt: Wenn du mit dem Arschloch das Bild des Generalsekretärs Walter Ulbricht meinst, ja, und was ich hier hängen habe hier, dann sag das nochmal laut, damit das mitgeschrieben werden kann. Denn ich muss ja davon ausgehen, dass das mitgehört wird, was. Oder jemand, das beauftragt ist, das zu machen. Ja. Und das Thema war dann abgesprochen. Ja. Denn der konnte ja nicht damit anfangen, der Instruktor. Der konnte ja nicht das als seinen Bericht abgeben. Ja. Meine Worte, die ich das gesagt hatte. Ja. Es war unerträglich, wie mit dem Ulbricht umgegangen worden ist. Auch mit der Lotte. Also. Weil ich gar nicht dafür kann, was weiter widerfahren ist hier. Ja.